Und Roderich Kiesewetter, das ist ja auch so ein Held, ne? Wilder Mann, also auch noch einer von der Sorte. Roderich Kiesewetter hat jetzt also, Klaus hat es schon kurz angesprochen, ja nun mal noch mal so richtig in Offenheit gesagt, was die Lieferung von Taurus bedeuten würde. Also eigentlich kann man ihm fast dankbar sein, er hat es nämlich offen ausgesprochen. Ja, er hat gesagt, wir sollten den Krieg nach Russland tragen. Und man kann nur befürchten, dass das das Ziel des Westens ist. Also Kiesewetter, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, CDU-Politiker, ist auch, ich glaube, Generaloberst oder Oberst, Oberst bei der Bundeswehr, ist Mitglied in der Trilateralen Kommission, also eine mächtige Figur, die auch in der zukünftigen Merz-Regierung eine wichtige Rolle spielen wird. Er hat gesagt und hat das ja auch noch mit einer Forderung untersetzt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen, indem man eben die Taurus liefert und damit die Ukraine in die Lage versetzt, mit deutschen Waffen, mit Ministerien in Moskau oder aber Militäreinrichtungen in Russland anzugreifen. Wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Hat der Mann wirklich vergessen, wie es zweimal ausgegangen ist, als Deutschland schon mal den Krieg nach Russland getragen hat? Ich halte das wirklich, also mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich das gehört habe. Wer den Krieg nach Russland tragen will mit deutschen Waffen, der trägt den Krieg nach Deutschland. Und dagegen müssen wir aufstehen und uns wehren. Das darf nicht so weitergehen. Das ist wirklich ein Verbrechen. Und ehrlich gesagt, ich hätte mal einen Vorschlag zur Güte. Also da einige offenbar in der Politik jetzt völlig geistig nur noch so gepolt sind, dass sie auf Militär und Krieg und Waffen und so weiter furchtbar aufgepeilt sind. Ja, da würde ich mal sagen, wir machen ein Ehrenbataillon. Ja? Statt also die Welt mit Waffen zu beliefern, stellen wir ein Bataillon zusammen von den Politikern, die unbedingt Krieg machen wollen. Da kommt dann Herr Hofreiter rein und Frau Strack-Zimmermann und Roderich Kiesewetter, der führt das an. Und dieses Ehrenbataillon, das exportieren wir in alle Welt. Wir stellen allen Kriegen dieser Welt dieses tolle Ehrenbataillon zur Verfügung. Da können sie sich austoben, aber Waffen kriegen diese Kriege nicht mehr von uns. Das wäre doch ein Deal. Herr Hofreiter, in die verschiedenen Regionen dieser Welt, da können sie sich austoben. Aber bitte keine deutschen Waffen mehr und bitte keine Außenpolitik mehr, die auf Konflikteskalation setzt, sondern eine Friedenspolitik. Deutschland soll wieder ein Standort für Friedenspolitik und Entspannung sein. Das war die Bundesrepublik mal, eine Außenpolitik der Zurückhaltung. Das war Willy Brandt, Entspannung, neue Ostpolitik. Das brauchen wir wieder und nicht Diskussionen über neue Atombomben und Aufrüstung. Was ist das für ein Wahnsinn, was wir da haben? Ja, das wird von der Bundesregierung vertreten, von der CDU auch, und es wird von großen, vom Staat und von reichen Thinktanks, einzelpersonenfinanzierten Thinktanks durchgeplant. Also die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik hatte ja im letzten November schon so ein Denkpapier rausgegeben, wo sie forderte, dass wir auf einen Krieg mit Russland in 6 bis 10 Jahren vorbereitet sein müssen. Und der Verteidigungsminister hat dann gesagt, wir müssten kriegstüchtig werden. Dann davon gesprochen, dass wir auf den Krieg in 4 bis 8 Jahren vorbereitet sein müssten. ZDF habe ich jetzt einen neuen Bericht gesehen, wovon 2 Jahren die Rede war. Also die Kriegstreiberei, die wird immer irrer. Jetzt hat Roderich Kiesewetter gesagt, dass wir den Krieg nach Russland tragen müssten durch die Lieferung von Taurus-Raketen. Also es, wir segeln hier düsteren Zeiten entgegen, wenn das so weitergeht. Ich meine, nicht alles, was wir an Kriegsgerät exportieren, scheint so ganz schlimmen Schaden anzurichten. Das mag noch ein Trost sein. Zum Beispiel wurde vor kurzem berichtet, Herr Pistorius, also unser kriegstüchtiger Verteidigungsminister, der hat ja eine Fabrik, eine Reparaturwerkstatt in, glaube Litauen, ja, in Litauen eine Werkstatt besucht für deutsche Panzer, also die da aus der Ukraine zurückkommen. Und das wurde auch im Spiegel berichtet, wie er also dort dann diese Werkstatt besucht hat, also Leopardpanzer vor allem, die dann dort repariert werden sollten. Und Herr Pistorius war wohl irgendwie sehr irritiert, auch alle anderen, die da mit waren, dass die meisten Panzer, die da standen, überhaupt keine Gefechtsschäden aufwiesen. Und weil normalerweise würde man ja denken, klar, die waren im Krieg, dann sind sie zerbeult, dann werden sie repariert. Die sahen aber alle aus wie neu.
Und dann hätte wohl Herr Pistorius erklärt bekommen, naja, ja, also so richtig mit dem Gefecht hat es wohl nicht geklappt, sondern die hatten alle irgendwelche Schäden an der Elektronik und an der am Getriebe und deswegen seien sie halt da in dieser Werkstatt. Nun kann man ja sagen, es spricht ja für ein Land, wenn es immerhin noch kriegsuntüchtige Panzer produziert. Aber verdammt nochmal, haben wir nichts Besseres zu tun mit den vielen Milliarden, die wir dafür ausgeben. Auch deswegen schon sind doch diese Waffenlieferungen der pure Wahnsinn. Wir brauchen doch das Geld hier im Land für gute Renten, für gute Gesundheitsversorgung, für eine ordentliche Infrastruktur. Dafür brauchen wir es doch und nicht immer mehr Geld für diese verdammte militärische Hochrüstung und für die Waffenlieferungen. Absolut. Durch die Schuldenbremse wird an jeder Stelle gespart, nur beim Rüstungsetat sollen die Ausgaben weiter steigen. Das SIPRI-Institut hatte vermeldet, dass 2023 Europa die Region war, wo die Rüstungsausgaben am stärksten gestiegen sind, und zwar um 13%. Das sind besorgniserregende Entwicklungen.